Welche erotischen Fantasien hat man mit dir? Als allererstes ist es so, dass man dich beobachtet. Wenn man genauer hinschaut, ist hier jemand, ne, der dich genau beobachtet und haben möchte. Und es ist so, dass jemand das Gefühl hat, du gibst ihm, wenn er Unglück hat oder wenn sie Unglück hat, dann gibst du ihm immense Kraft. Man fühlt sich wirklich sexuell sehr angezogen von dir und man beobachtet dich wirklich einfach gern. Es geilt hier jemanden manchmal mehr auf dich zu beobachten, als dich dann wirklich zu berühren und das Ganze zu einem Akt zu vollziehen. Aber es ist auch so, dass es hier jemanden antürmt, was du hier für Grenzen setzt. Also das macht hier jemanden noch heißer, ne? Wie du dich verteidigst, wie du dich trotzdem irgendwie offen entblößt und zeigst, aber ihn irgendwie nicht ranlassen möchtest. Das mag hier jemand noch mehr.